Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich dann mal Freizeit habe? Dann schaue ich mir meine eigenen Bilder an und denke so, ah, das hättest du besser machen können, das hättest du besser machen können, das sollte man noch photoshoppen und so weiter und so fort und versuche mir praktisch selbst Feedback zu geben. Das mache ich manchmal, wenn ich mich dann doch zu gut fühle und ich mich wieder ein bisschen schlechter fühlen will. Dementsprechend herzlich willkommen zu diesem Video. Wir hatten ja in Tokio die Gelegenheit, die liebe Minori zu fotografieren und was wollte ich sagen, sie ist einfach eine wundervolle Person, eine große Inspiration und natürlich auch noch ein super, super schönes, perfektes, lockeres Model. Uns hat super viel Spaß gemacht. Heute in dem Video würde ich gerne so ein bisschen das Shooting durchgehen, also die verschiedenen Locations, einfach so ein bisschen darüber erzählen, aber eben auch dann die Bilder, die rausgekommen sind und was ich dazu denke, was man hätte besser machen können, was man noch Photoshop könnte. Und ja. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Lasst auch gerne eure Meinung dazu da, welches Bild euch warum wie am besten gefallen hat. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja, also ganz am Anfang haben wir erstmal ganz locker angefangen und mal so ein paar grobe Shots gesammelt. Und zwar vor dieser bläulichen Glaswand hier. Also hier habe ich von links fotografiert und hier von vorne. Und da haben wir schon eine ganz verschiedene Wirkung. An diesem Bild hier finde ich, die Bluse sitzt nicht perfekt. Zudem finde ich es ein bisschen schade, dass ich keinen Glanz in den Augen habe. Deshalb merkt man auch, dass ich sie da später habe ein bisschen hochschauen lassen. Und da haben wir auch schon einen Glanz in den Augen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Zudem finde ich das hier ein bisschen ruhiger und ist auch ganz schön so. Hier haben wir dunkel, hell, dunkel. Also, dass wir praktisch sie so ein bisschen einrahmen. Natürlich hätte man sie auch perfekt in die Mitte stellen können, aber ich finde, das tut dem Bild nichts ab. Gefällt mir gut. Ebenfalls hier nochmal eins ganz von vorne mit einer angelehnten Haltung an die Wand. Gefällt mir auch sehr gut. Sie guckt nach oben. Wir haben einen schönen Glanz in den Augen. Und insgesamt einfach ein cooles Bild. Was machen wir dann als nächstes? Natürlich einmal kurz rauszoomen. An der Stelle noch mal ganz kurz. Natürlich hat die Minori das alles perfekt gehabt und gemacht. Und wenn ich hier ein paar Bilder, also ein paar Sachen sage, ist es immer nur auf mich bezogen, was ich hätte besser machen können, weil sie hat alles super gemacht. Hier haben wir beide Bilder. Hier gefallen mir beide gut, was ich übrigens oft mache, wenn mir beide gut gefallen, ist einfach eins schwarz-weiß machen, eins farbig lassen, damit wir Varianz haben, was ich dann der Person weitergeben kann. Ich finde, hier wirkt sie ein bisschen größer und das Bild alles in allem ist etwas ruhiger. Ich finde aber, das gefällt mir auch gut. Ich mag auch den schwarz-weißen Look, aber das hier ist ruhiger, allein schon, weil wir das hier oben abgeschnitten haben und hier nicht. So, gut, dann haben wir uns hingesetzt hier. Fast dasselbe Bild, nochmal gleiches Vorgehen, schwarz-weiß und nicht schwarz-weiß. Hier haben wir ein bisschen stabiler, es ist alles ein bisschen gerade, hier haben wir ein bisschen dynamischer. Ich persönlich finde hier die Haltung besser. Ich mag auch die Farbigkeit, weil wir so diesen tiltigen Film-Look haben mit orangelicher Haut, blauer Hintergrund. Gefällt mir hier die farbige Version besser, finde aber insgesamt beide schön. Die ist natürlich ein schräg, kann man noch kippen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Übrigens, die Auswahl, die ihr hier an Bildern seht, ist natürlich nicht die Auswahl an allen Bildern, die ich gemacht habe, sondern die Auswahl, die ich gemacht habe, also nachdem ich alles rausgeschmissen habe, was mir nicht gefallen hat. Und die Bilder, die ihr hier seht, habe ich auch an die Minori so weitergeschickt. Nur nochmal zur Information. So, hier ganz, ganz spannend. Praktisch gleicher Ort der Fotografie, aber andere Kamerahöhe und ich finde, das macht auch wieder einen großen Unterschied. Sie wirkt natürlich sehr viel epischer in diesem Foto, weil wir sie von unten fotografieren, als in diesem. Und hier muss ich auch sagen, gefällt mir die Schwarz-Weiß-Version besser, weil diese grünen Pflänzchen hier irgendwie visuell Aufmerksamkeit auf sich ziehen, obwohl die überhaupt keine Aussage haben. Und ich finde das hier alles ein bisschen klarer. Aber was fällt meinem geschulten Auge viel zu spät auf? Der Kamerarucksack. Den könnte man natürlich auch woanders hinstellen. Am besten nicht ins Bild. Oder im Zweifelsfall kann man sowas natürlich auch photoshoppen. Sowas hier übrigens auch, so Zettelgedöns. Aber ja, kann man, muss man aber nicht. Gut, hier dann die nächste Location. Ihr merkt, wir sind schnell weitergezogen. Zack, 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 von einer Location zur anderen. Hier muss ich sagen, gefallen mir die Posen voll gut. Sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Bunt gefällt mir beides super gut. Ich mag den Hautton sehr, aber was wir vorher nicht hatten, wir hatten ja hell, dunkel, hell.
habe jetzt hier leider, dass ihre dunklen Haare ein bisschen im Hintergrund verschwimmen, vor allem wenn wir weiter weg sind. Deshalb, ich mag die Position, ich mag auch das Frontale von vorne, aber ich finde, in dem Fall sollten wir lieber die Position von ihr wechseln. Und ich finde, auch hier merkt man auch, dass sie gleich viel mehr auffällt und viel eine bessere Kontur hat, obwohl ich mich ja dann wieder wirklich nur 1,5 Meter nach links bewegt habe, um dieses Foto zu machen. Die Pose gefällt mir übrigens super gut. Die mag ich mit diesem aufgelehnten. Hier sehen wir übrigens auch von der Pose, die hier ist etwas femininer. Die hier auch sind femininere Posen und die ist einfach etwas selbstbewusster und ein bisschen rockiger. Ich bevorzuge solche Posen für gewöhnlich, aber natürlich nicht immer. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Hier übrigens sieht man auch, kleiner Unterschied in der Haltung, macht auch schon viel aus. Wenn man die Schulter nämlich runterdrückt, wirkt der Hals länger und ich finde, das sieht man hier ganz gut. Auch hier, wenn man auf den Hals achtet, einfach leichte, bisschen bessere aufrechte Haltung, zack, anderes Bild. Minimaler Unterschied, aber erkennbar. Und hier ist auch das Gesicht wunderschön, super Bild. Diesen Futzel da hätte ich natürlich sehen müssen oder photoshoppen können, müssen, wollen, wie auch immer. Geht natürlich immer besser, aber gefällt mir sehr, sehr gutes Bild. Übrigens, was auch ein bisschen visuell ablenkend ist, ist dieser kleine Nupsi hier hinten, den braucht auch kein Mensch, könnte man auch photoshoppen. Falls ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich solche Sachen mache, also praktisch Bilder nehmen und alles photoshoppe, was ich denke, was man besser machen kann mit Vorher-Nachher-Effekt, schreibt mir doch voll gerne in die Kommentare rein. Dann machen wir das mal. Das finde ich nämlich auch spannend. Was kann man denn mit Photoshop noch so verbessern an Bildern? So, dann ging es weiter. Wir sind aufgestanden und haben ein paar Ganzkörperposen gemacht. Und hier auch einfach Vergleich von den Füßen. Hier haben wir eine schöne Kurve, hier ein Fuß, hier sind die sehr stabil, hier haben wir einen Fuß weiter oben. Und wenn ich mir die zwei Füße hier angucke, ist auch ein kleiner Unterschied, die sind beide auf dem Boden und hier ist einer oben, gefällt mir der Fuß hier besser. Von dem Outfit her, vom Schwung her, gefällt mir das hier am besten. Vom Gesicht her gefällt mir das hier am besten. Und das ist jetzt so ein Seltenheitswert, weil es so ein bisschen so um sie herum gerappt ist. Das finde ich echt auch ganz witzig, deshalb habe ich es auch drin. Natürlich könnte man hier auch wieder den Hintergrund sauber machen. Generell ein bisschen aufräumen, hier so Griffe natürlich aus dem Bild rausschmeißen und das auch noch ein bisschen verzerren, dass es ein bisschen gerader ist. Kann man, wenn man möchte, ist natürlich immer möglich. Ebenfalls hier finde ich übrigens bei denen hier fällt auch dieser Nupsi-Griff hier mehr auf als bei den anderen. Und solche Sachen kann man natürlich auch Photoshop. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Hier von den Füßen her bin ich mir nicht sicher, welche Füße mir besser gefallen. Ich weiß auch gar nicht, was da die Regel ist, wenn man Leute im Gehen fotografiert. Hat man die Füße vorne oder vorne oben oder unten? Das weiß ich nicht. Ich, so rein vom Gefühl her gefällt mir gerade das hier besser. Deshalb gerne Feedback dazu, da bin ich mir echt unsicher. Aber natürlich das hier, Gedöns. Und wenn sie natürlich perfekt in der Mitte von dem Bogen steht, ist natürlich auch noch ein kleines bisschen besser. So, hier haben wir nochmal ein paar Posen. Hier haben wir so einen Anfängerfehler von mir, weil manchmal krallen die Hände. Da muss man den Leuten sagen, Achtung, deine Hand krallt. Kannst du die bitte ein bisschen anders machen? Das ist natürlich so eine Sache. Wenn du sagst, ich habe eine entspannte Pose, aber ich habe eine krallige Hand, dann nimmt man das der Pose nicht so ganz ab. Deshalb, wenn es geht, vermeiden. Hier ebenfalls, wobei sie so süß lächelt, gefällt mir super gut. Hier ist die Hand viel, viel besser. Schaut mal her. Gefällt mir gut. Dieser eine Finger, den können wir vielleicht sogar noch rausphotoshoppen. Die Bildaufteilung gefällt mir aber allerdings in dem hier am besten. Ebenfalls das Gesicht. Super schön. Wir landen auch auf ihr, also wir kommen so ins Bild rein und bleiben hier hängen. Was lenkt uns dann als zweites aus dem Bild an? Dieses kleine weiße Etwas, das könnte man eventuell noch rausphotoshoppen, um einfach den Fokus mehr auf ihr zu behalten. Vielleicht sogar noch eine stärkere Vignette. Ist da überhaupt eine drauf? Vielleicht eine Vignette, wie auch immer. Natürlich sind die wieder nicht alle ganz gerade, aber kann man lassen, finde ich.
So, hier ziehen wir weiter zur nächsten Treppe. Hier wieder so ein praktisches Beispiel von, wie anders sieht mein Bild aus, wenn ich mich bewege. Da habe ich sie dann einmal hier auf die Treppe gestellt und bin auf die Seite gegangen. Habe ich gleich ein ganz anderes Bild, als wenn sie unten vor der Treppe steht. Hier so problematisch an dem Bild finde ich, dass wir nicht so genau wissen, wo wir mit dem Auge hingucken sollen. Weil wir kommen hier so ins Bild rein, landen bei ihr und dann haben wir hier eine sehr helle Stelle. Die zieht uns so ein bisschen raus aus dem Bild. Ebenfalls diese Linie zieht uns ein bisschen raus. Das Bild macht einen so ein bisschen nervös. Trotzdem finde ich das Licht im Gesicht sehr schön. Glänzende Augen, gute Pose. Gefällt mir gut. Hier wieder ein bisschen selbstbewusstere Posen. Gefallen mir alle drei gut, muss ich sagen. Von der Kameraposition finde ich die beiden besser als die hier. Und ich glaube, mir gefällt auch die Hand vorne besser. Finde ich schwarz-weiß oder bunt besser? Weiß ich nicht. Finde ich beides gut. Was ist eigentlich das hier? Das hier finde ich nicht gut. Das finde ich bei keinem Bild gut. Das ist zu hell und zu auffällig und zu aussagelos. Dieses Schild hier können wir auch noch photoshoppen. Und natürlich dieser Zettel wieder. Ja, Licht im Gesicht finde ich bei allen ganz gut. Hier haben wir eine schöne Lichtkante, gefällt mir auch richtig gut durch Luxus, auch wenn man da Hilfe hat. Gut, schauen wir weiter zu ein paar Porträts. Hier wäre so ein ganz, ganz klassisches Beispiel von, okay, was macht Licht im Gesicht? Hier haben wir die Schattenseite, hier haben wir die Lichtseite und das muss ich eigentlich nicht kommentieren, weil es ganz offensichtlich ist, dass das hier besser ist. Auch wenn hier der Blick schön ist, gefällt mir vom Licht hier das hier viel besser. Dann gibt es natürlich auch noch die Regel, wenn jemand in eine Richtung schaut, sollte man in der Richtung, wo man hinschaut, mehr Platz lassen, also hier mehr Platz, dann müsste das Bild hier mehr Platz haben. Ich finde aber, solche Sachen darf man auch gerne mal brechen, wenn man dann lustig ist. Trotzdem muss ich in dem Fall sagen, finde ich das hier natürlich auch besser. Wobei hier die Jawline auch sehr schön ist, muss ich sagen. So, hier nochmal ein bisschen mehr Licht von vorne und hier sieht man auch den Unterschied, wenn sie auf die Seite guckt, wie hier die Lichtkante mehr kommt und hier weniger. Mag aber beide Bilder, finde ich gut. Ich mag auch hier den Hautton sehr. Mag ich hier schwarz-weiß oder bunt lieber? Ich glaube, bunt gefällt mir besser, weil wir einfach nicht so viel Kontrast im Bild haben. Da gefällt mir das Bunte besser. So, hier haben wir super natürlich, super schönes Posing. Gefällt mir mega gut. Das ist mehr so Schnappschuss-Style-mäßig, aber super cool, weil so eine richtige Kurve ist. Hier haben wir eine Kurve, hier haben wir eine Kurve. Sie steht auf der Zehenspitze, super. Bisschen ablenkend ist das hier, aber gefällt mir trotzdem mega gut. Hier finde ich, ist die Pose ein bisschen schwächer, weil sie einfach nicht so rund ist. Die beiden, wenn wir die vergleichen, ist der große Unterschied. Die Kopfhaltung, und ich muss sagen, die Kopfhaltung, die der Kurve folgt, gefällt mir persönlich jetzt besser als die Kopfhaltung, die es nicht so wirklich tut. Aber wie gesagt, es ist alles subjektiv. Was lenkt uns hier wieder ab, ist das hier. Finde ich aber im Schwarz-Weißen ehrlich gesagt störender als im Farbigen. Hier Farbige auch schön mit den Blumen im Vordergrund. Super gut. In Zukunft, was ich ja gerade zur Zeit immer mache, ist die Leute mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen stehen lassen. Also hier hätte ich dann gesagt, stehe mit dem auch noch hoch. Das mache ich erst seit kurzem. Gefällt mir aber besser, weil die Haltung noch so ein bisschen nach oben gezogen wird. Gut, dann hier haben wir zwei Schnappschüsse. Die sind einfach wunderschön. Gefallen mir beide gut. Es hat einfach, das hier hat so ein bisschen mehr so Editorial-Style. Das hier hat ein bisschen mehr Porträt-Style. Ganz, ganz klar finde ich, einfach Geschmackssache. Gefällt mir einfach beides richtig, richtig gut. Gut, dann weiter geht's. Hier haben wir Gegenlicht und der Andi hat da reingeleuchtet und ich finde, ich persönlich, wenn was überbelichtet ist, wie zum Beispiel offensichtlich dieser Hintergrund, kommen die Bilder in Schwarz-Weiß besser. Hier ist der Hintergrund nicht überbelichtet, also nur hier ein bisschen. Da funktioniert es auch ganz gut. Was hier auch schön funktioniert, ist die Lichtkante. Wir haben hier noch Licht von vorne vom Andi, weil sonst hätten wir gar kein Licht vorne im Gesicht. Finde beide gut. Wenn wir die Hände vergleichen, okay, nicht so gut. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich finde die Hand am besten. Genau, okay. Ja, finde ich das gut, dass dieser Pfosten direkt hinterm Kopf ist? Ich glaube nicht. Also das gefällt mir hier übrigens besser. Haltung finde ich bei allen eigentlich ganz cool. Sie wirken auf jeden Fall sehr locker und sehr natürlich. Und das, denke ich mal, macht den Charme dieser Fotos auf jeden Fall aus. Ich rede schon 18 Minuten. Oh man.
So, was sieht man hier eindeutig? Hier sieht man eindeutig, dass sie mit einem Reflektor gearbeitet wurde, was sie natürlich gut vor dem Hintergrund freistellt. In Farbe noch mehr als in Schwarz-Weiß, wie ich finde. Gefallen mir die Bilder? Ja, ich finde alle cool. Ich finde vor allem auch mega gut, wie sie mit Gesichtsausdrücken variieren kann. Das ist ja der Knaller. Also hat wirklich so Editorial-Style, kannst direkt abdrucken, gefällt mir alles richtig gut. Hier kann man natürlich noch sagen, boah, das ist mir zu schräg, kann man drehen, wenn man möchte. Der Hintergrund ist auch ein bisschen wild, aber gibt die Location her, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Ist auch schön mit diesem Lichtverlauf im Gesicht. Sehr, sehr gutes Bild, finde ich. Was kann man hier besser machen? Ja, ablenkend ist dieser Bereich hier so ein bisschen, weil der wieder ein bisschen arg hell ist. Natürlich kann man auch sagen, ich mag den Anschnitt nicht, würde näher rangehen. Ist natürlich auch Geschmackssache. Ich mag aber, wenn Bilder viel Kopfraum haben. Dafür wurde ich auch schon des Öfteren kritisiert, aber das ist mir egal. Ich darf das trotzdem machen. Ja, okidoki, gut. Dann ging es weiter vor dieses wunderschöne Tor. Hier haben wir wieder das große Problem, was wir schon ein paar Mal hatten, ist dunkle Haare vor dunklem Hintergrund saufen uns hier auch wieder ein bisschen ab. Und wenn ich sie zu weit von oben fotografiere, wirkt sie auch relativ klein, was sie nicht ist. Deshalb finde ich eigentlich die von unten fotografierten besser. Und hier habe ich auch noch nachträglich den Hintergrund heller gezogen, damit wir da mehr von den Haaren sehen. Ich finde die alle okay, ich finde die aber nicht sehr gut. Einfach wegen diesem dunklen Hintergrund. Ich mag aber ihre Posen. Und ich finde es auch cool, diese Jacke so halb runtergezogen. Das gefällt mir voll gut, weil wir doch eine gute Varianz haben. In den Posen und auch in den Outfit, also im Outfit selbst. Ja. Gut, dann habe ich aber festgestellt, wenn sie sich hinsetzt, dass sie dann so eine Krone bekommt, weil da hinten ist ja ein Loch in diesem Tunnel. Und das habe ich dann auch wie, das sieht man richtig, diesen Prozess, oh krass, da ist was hinten dran, also muss ich die Kameraposition verändern. Und oh krass, das ist mir links zu dunkel, also muss ich die Hand nach oben nehmen. Also da sieht man manchmal, weil man so Fotostrecken von mir sieht, so richtig den Denkprozess. Ich finde das vom Gesicht her und von dem Posing her super gut. Ich finde das hier besser, ich finde das hier noch besser und ich finde das hier am besten, weil wir hier sogar noch eine Kante haben um das Schwarze außenrum. Also ich finde einfach, man sieht richtig, okay, besser, besser, besser. Und super schönes Gesicht, also wirklich super Bild, finde ich. Da werden wir einfach ein bisschen rumexperimentiert an der Stelle, ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen too much, weil es alles sehr wild ist, auch mit diesen Lichtflecken und allem. Aber natürlich, sie sieht super gut aus und es passt auch farblich ganz gut. Aber für mich ist einfach, geht da zu viel ab in diesem Bild. Aber wenn schon, denn schon, haben wir das dann einmal symmetrisch mit einem 14 mm fotografiert. Hier könnte man natürlich noch die Leute raus photoshoppen. Aber guck mal, wie krass lang die Beine werden, wenn man einen 14er benutzt und von unten fotografiert. Wenn ihr übrigens nicht wollt, dass euer Weitwinkel irgendwas, oder wenn ihr nicht wollt, dass das Weitwinkel krass verzerrt, hilft es, dass man es ganz gerade hält. Dann passiert das nicht so krass. Aber natürlich, wenn man jetzt von unten hoch fotografiert, verändert man die Welt. So ist sie natürlich in echt nicht. Gut, hier sind wir dann nochmal ein bisschen weitergezogen zu diesem grünen Weg. Hier habe ich nicht viel zu sagen. Also wir haben dann, man merkt es auch, ein bisschen gelernt, einfach auch mit diesem Mantel umzugehen. Und auch mit den Schrittposen finde ich, dass man wirklich im Laufe des Shootings merkt, dass die immer besser werden. Und ich finde gerade das hier ist wirklich cool. Und das hier ist wirklich, sieht aus wie Kunst. Gefällt mir sehr gut mit dieser Rahmung. Sie ist sehr zentral im Bild. Man kann, selbst wenn man will, kann man sie nicht anschauen. Das ballert richtig. Und hier auch schön, sehr natürlich, als würde sie jemand angucken, den sie kennt. Hat sie wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, wo der Andi da stand, aber ist auf jeden Fall zum Glück mit ihm. Auch, hat auch gut geklappt. Gut, dann waren wir in dieser Höhle. Nein, in keine Höhle, aber in so einem Gang. Und da war es natürlich sehr dunkel da drin. Und da haben wir ein künstliches Licht eingesetzt. Und ich finde, man sieht bei diesen Bildern eindeutig, dass das Licht so von unten kommt. Was ich nicht so richtig gut finde, außer hier kommt es von der Seite, deshalb gefällt mir das am besten.
Die Pose finde ich voll cool, weil wir halt wirklich so in die Flucht reinschauen und sie ist in der Flucht. Man kann auch hier wieder nicht anders, als sie zu sehen. Hier haben wir so ein bisschen Konkurrenz, weil es beides hell ist, aber ich denke, das funktioniert. Hier, die sind super schön geworden. Hier haben wir so ganz, ganz gemäldemäßige Fotos gemacht. Und hier finde ich natürlich das hier besser, weil wir wieder die Haare so ein bisschen gezeichnet haben. Im Vergleich zu dem hier, es laufen wir ein bisschen ab. Aber das Gesicht, wow. Ist einfach auch so eine schöne Person, gell? Da kann man wirklich nichts sagen. Wir hatten so ein schönes Profil. Wow. Und auch hier so ein bisschen die Lichtkante von den Haaren. Und dann sind wir noch ein bisschen spontan rausgegangen und haben noch ein paar Posen aufgenommen. Draußen. Und hier, finde ich, sieht man auch wieder so richtig meinen Denkprozess. Ich sehe so, sieht gut aus. Ich hätte aber gerne eine andere Pose. Die Pose gefällt mir besser. Aber ich hätte es gern komplett crazy. Also drehe ich jetzt die Kamera und bin dann mit dem Bild zufrieden. Weil mir der Arm hier nicht so gut gefallen hat. Ich finde, das ist einfach so, man sieht, also ich weiß ganz genau, was ich da in dem Moment gedacht habe. Das kann ich so richtig nachvollziehen, obwohl es auch schon wieder 3 Monate her ist. Also, ja. Gut, okay, das war's mit den Bildern. Also wie ihr seht, wir waren, keine Ahnung, 1,5 Stunden unterwegs und sie hat auf jeden Fall eine gute Auswahl an verschiedensten Posen, nahen Bildern, weiten Bildern, lustigeren Bildern, ernsteren Bildern, sehr natürlichen Bildern, gestellteren Bildern. Dass man einfach, wenn sie sich daheim die Bilder so schaut und denkt so, ach ja, da waren wir auch. Ach krass, das haben wir alles in 1,5 Stunden geschafft. Und das ist einfach das Ziel, was ich verfolge, wenn ich solche Fotos mache. Finde ich irgendwelche von diesen Bildern, die ich hier abgeschickt habe, schlecht? Nein, ich finde alle gut. Ich finde aber manche besser und man kann natürlich immer noch was ändern. Und deshalb wollte ich euch hier einfach mal so teilhaben lassen an meinen Gedanken zu den Fotos. Ich würde mich super freuen, wenn ihr eure Gedanken zu den Fotos auch da lasst. Oder wie guckt ihr denn eure eigenen Bilder an? Und falls ihr Interesse habt, dass wir mal so ein paar Bilder nehmen und die gemeinsam photoshoppen und nochmal optimieren, dann schreibt es mir doch voll gerne in die Kommentare. Nochmal danke an Minori natürlich selbstverständlich. Sie hat es mega gut gemacht. Sie kann einfach alles und auch Model. Danke an Dani und Andi für die Unterstützung beim Fotoshooting und danke wie immer Gina ans Schneiden. Generell würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr abonnieren würdet, möchtet, wie auch immer. Oder mir einen Daumen nach oben da lasst. Kommentare, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer, bitte ab in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis dahin.